Yo, willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Malles. Also, wir waren hier im Gedächtnislabyrinth und direkt hinter uns sehen Sie exklusiv einen Mana-Kristall und gleich hier einen Hardpot. Ich weiß. Es bereitet einem Herzklopfen. Ach, egal. Ich wollte gerade sagen, kriege ich denn hier gar keine Musik vorgesetzt? Watch the patterns of the platforms and step across them in that order to collect a yellow cock. You will need 4 yellow cocks. Ja. Das ist eine dieser typischen Sammelaufgaben, wie sie in Malles dauernd vorhanden sind. Ich habe gerade nicht ganz aufgepasst. Ich meine, es wäre ein Spielfehler. Toller Spielfehler, wenn das so weitergeht. Das ist er. Aber wenn das so weitergeht, dann sterben wir noch hier. Das wäre echt peinlich. Der Sichtradius eines Metal Gear-Soldaten. Nein, es macht nicht den Eindruck, als ob wir hier sterben. Demnach geht es ganz entspannt und locker weiter. Und ich darf mir jetzt immer wieder diese hübsche Filmsequenz ansehen. Ihr genauso, es sei denn, ihr spult. Das würde ich euch auch nicht übel nehmen, wenn ihr diese Videosequenz jedes Mal überspulen würdet. Sie dauert so gesagt nur ein paar lächerliche Sekunden. Aber es wird immer wieder was abgesenkt, es ist immer wieder das Gleiche, es ist langweilig. Okay, ich denke, das werde ich mir merken können. Es war ein ganz simples G. Nee, mit neuen Feldern kann man kein G machen. Es war kein Muster, es war kein Buchstabe, es war keine Zahl. So, dann da, dann hier. Und jetzt geht's wieder höher. Ja, siehste. Now, retrace your steps back to safety and put the yellow cog in the slot on the big tower. Ist jetzt nicht so, als wäre ich hier nicht auch schon in Sicherheit. Aber das scheint dem Spiel egal zu sein. Ich muss in der gleichen Reihenfolge nochmal zurück. Das Scheißteil rein. Also los, der Turm wird weiter abgesenkt und unser Weg wird uns weiter vorbereitet. Nun, so nervig wie ich es in Erinnerung habe, ist das Ganze gar nicht. Mir kommt das Spiel in diesem Moment gerade sowieso viel kürzer vor, als es eigentlich in meinem Gedächtnis ist. Okay. Ja. Ja, ich denke, das ist jetzt nicht so kompliziert, sich das zu merken. Frierst du schon wieder? Halt! Ich sag noch, das ist nicht so kompliziert. Und was mache ich? Ich springe daneben. Halt da! Dann hier. Ja, richtig. 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 Jetzt geradeaus durch. Und Sie haben die Prüfung bestanden, sagte der Fahrlehrer zum Fahrschüler. / Fahrschülerin. Tut
mir leid, dass ich nicht erst Fahrschülerin gesagt habe. Ich bin ja so ein böser Mensch. Nun, Zahnräder werden wir in diesem Spiel noch zu Genüge sammeln müssen. Wie zum Beispiel in Wasserkanälen. Hust. Oh nein, ich habe euch gespoilert. Ja. Collect the spell at the top of the tower and then find a switch to power up the level. Oh ja, der Zauberspruch ist nützlich. Die ersten vier sind sowieso die nützlichsten. Dann gibt es da noch zwei. Oh, den Zauberspruch. Ja, das wurde mir gerade eben zwar so schon gesagt, aber es könnte ja sein, dass ich nicht aufgepasst habe. Ist hier schon. Na, umso besser. Marvelous. This is bullet shield magic. Press R2 and press the triangle button once. The magic will protect you from all bullets and projectiles. But I'm afraid it won't help you with other kinds of attack. Nun, ich muss sagen, der andere Schutzzauber ist auch nicht so praktisch. Ich meine, den braucht man nicht unbedingt. Und ja, es gibt einen zweiten. Ich muss sagen, es gibt da noch zwei Zaubersprüche, die ich sehr sinnlos finde. Aber die, die wir bislang gekriegt haben, die waren eigentlich alle... Sagen wir es so, sie hatten alle irgendwo einen Sinn. Ja, das ist Projektilschutzmagie. Die ist besonders nützlich bei solchen Gegnern. Hättet ihr ohne meine Hilfe wahrscheinlich nie herausgefunden. Oh, du musst auch vier rote Zahnräder finden. Mit ihnen öffnest du den Ausgang. Ja, ich hab's gesagt. Euch erwarten hier Zahnräder. So viele, dass ihr nie wieder ein Zahnrad in eurem Leben sehen wollt. Das schwöre ich nicht. Schwören soll man ja nicht, hat Jesus so gesagt. Und was Jesus sagt, ist heilig. Au, au, au. Dennoch bin ich kein Jesus-Fanatiker, an alle, die das gerade gedacht haben mögen. Ich bin halb Christ, halb Atheist. Könnte man meinen. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht weiter auf meine Religionszugehörigkeit spezialisieren. Die hat in meinem Leben nämlich keine besonders große Rolle. Ich überlege gerade, wo die Sachen sind, die wir hier noch suchen. Leider kann ich die Kamera nicht so einstellen, wie ich es denn gerne hätte. Alles klar, da hinten ist noch ein Hardpot. Und da ist unser letztes Zahnrädchen. Und hier unter uns irgendwo... Ja, da. Da ist noch ein Hardpot. Und das ist wieder eine dieser Situationen, wo sich die Schwebemagie dann doch mal als nützlich erweist. Und es tritt wieder dieser Spielfehler auf, der mir einen Gegenstand nicht anzeigen will. Der dafür sorgt, dass das Spiel mir einen Gegenstand nicht anzeigen will. So wie die Plattformen, auf die ich springen soll. Das haben die Entwickler ganz intelligent geregelt. Das letzte Zahnrad ist sowieso hier. Aber ich will trotzdem nochmal zurück. Das erschwert die ganze Sache. Und wir sehen nicht, wann da eine Plattform ist. Das erschwert das Ganze nämlich nochmal. Doch, wir sehen sie einen Moment. Oh. Alles klar. Es ist alles easy. Noch ist alles easy. Hep. Yeah. Oh, jetzt darf ich nochmal den ganzen Turm hochklettern. Malis, du bist schuld. Nein, ist sie nicht. Malis ist, hier ein kleines Statement zur Person von Malis. Ich finde sie ganz nett. Ich mag sie. Aber sie ist nicht der Typ Frau, auf den ich abfahren würde.
ist einfach so. Aber nun denn. Ja, ja, ja. Wunderbar. Und auch das wäre geschafft. Und jetzt muss ich nur noch abwarten, bis dieses Jojo ausgependelt ist. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Tun wir die heiligen Zahnräder rein. Wow, 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 wow. Dieser Geselle ballert gerne um sich. Und er hält 5 Schläge aus. Nun, aber dafür, dass wir eine neue Gegnerart haben, ist das doch auch mal wieder was. Dass wir eine neue Gegnerart haben, ist ganz originell. Der Kopffresser! Good heavens! I fear this beast holds the fourth key. Careful, my dear. I don't know what he's been eating, but he seems to belch fire. There might be spikes in that floor too. Jetzt hört zu! Jetzt spricht der Hundegott. I do love spikes. Give the little rat a pierced navel and torso and head. Use your club, Malice, but take care. This one's got a few tricks up his sleeve. If I were you, I'd wait until he's spat his fire or spikes, then give him a jolly good whack. Ich bedanke mich erneut für die Komplettlösung. Dieses Spiel sagt mir alles vor, was ich wissen muss. Was? Hast du genug? Das hat ihm jetzt leider ziemlich wenig abgezogen. Nun, ich muss sagen, ich finde den Typen cool. Leider ist er auf Dauer ein wenig einseitig. Auf der Fresse! Hilfe! Friss mich nicht! Aber nun denn. Der Geselle ist jetzt auch nicht so schwer. Man muss prinzipiell die ganze Zeit nur im Kreis laufen. Und ein bisschen springen und hopsen und was man nicht alles muss. Au, jetzt habe ich mich treffen lassen. Der Controller vibriert wie nix. Aber egal. Epischer Bosskampf. Wir rennen zwar eigentlich nur die ganze Zeit im Kreis und hauen die Gegner ab und an. Aber egal. Vom Design her muss ich sagen, ist der Typ echt genial. Auch wenn ich wieder überziehe. Und ich habe das Gefühl, dass meine Nase läuft, aber ich kann nicht... nicht mal kratzen. Bam. Ja komm, man hat hier so viel Zeit, den Typen zu hauen. Schon ein bisschen übertrieben. Ich meine, wir müssen ihn ja jetzt nur noch einmal erwischen. Dann überziehe ich ja doch nicht. Das ist auch schön. Jetzt komm, schieß deine super, mega, duper Bams, Bums, Bums-Attacke ab. Damit ich endlich den
dem ein Ende machen kann. Bam! Curse you, Malice! You've defeated my favorite reptile! Well done, my dear. That's really annoyed the dog god. Nun, ich kann den Hundegott wirklich verstehen. Das Teil sah echt cool aus. Sammle den Logikschlüssel ein. Ja, appetitliches Geräusch, das du da von dir gibst, Malice. Aber nun denn. Was denn? Das war der 6. Part. Und wir haben jetzt schon 4 Logikschlüssel? Rechne ich das richtig? Ja. Wir haben schon 4. Nach 6 Parts. Ermüdend, nicht wahr? Gibt es noch... Ja, so wie immer, ne? Oh, da ist das erste Sammelobjekt. Bonus freigeschalten. Bonus Forest und Globe Tube. Tube. Gedöns. Gefriss mich nicht. Aber egal. Ich würde mal sagen, wir tun den Logikschlüssel rein und erfreuen uns des momentanen Standes. Behold the Clockwork Hammer, a weapon whose power is matched only by its nifty good looks. Use the same attack buttons for swipe and quake. Lock your kennel, dog god. It's hammer time. Ho, hammer. Ho, ho, ho. What? You think I wasn't cool in the 80s? I'm just glad you ain't my dad, man. You could embarrass a kid big time. War die Übersetzung gerade alles andere als passend? Egal. Da haben wir ihn. Den Hammer, mit dem wir den größten Teil dieses Spiels verbringen werden, denn die nächsten Level hauen, was die Länge angeht, richtig rein. Hol den Uhrwerkhammer. Schön, ich verabschiede mich allerdings schon. Das Video ist schon lang genug. Sage ciao Leute, mein Name ist Tao Yuga. Beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich... Ja, wir werden den Uhrwerkhammer einsammeln und dann lasse ich mich dann auch töten. Dann gehen wir in den... Strand der Seelen. Zum Strand der Seelen, wie auch immer. So heißt die Gegend. Und dort... holen wir uns dann Hardpots. 4 Stück gibt es da, dann haben wir 40 von 100. Da sieht man auch schon, dass wir noch nicht die Hälfte geschafft haben. Aber nun denn, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Tao Yuga. Ciao, Leute.